Mannschaft mit ihren Eskorten bitte etwas zusammenzurücken, damit unser Fotoverantwortlicher der Uwe Lammen zu einem kleinen Erinnerungsfoto für die Presse. Dankeschön. In der fünften Spielminute erhöht die Spielvereinigung Greuther Fürth auf 2:0. Torschütze wiederum der Spieler mit der Nummer 21, Blitzko Kasper. Das 3:0 in der 11. in der 17. Spielminute durch den Spieler mit der Nummer 11, Florian Prinz. Halbzeitstand in der MAR Arena beim Freundschaftsspiel zwischen dem SV Seligenporten und der Spielvereinigung Greuther Fürth 3:0. Beide Mannschaften haben in der Halbzeitpause ausgewechselt. In der 66. Spielminute erhöht die Spielvereinigung Greuther Fürth auf 4:0. Thank you.
Endstand im Freundschaftsspiel zwischen dem SV Seligenporten und der Spielvereinigung Greuther Fürth 7:0 für die Spielvereinigung. Als der TSV 1860-2 eine ganz harte Nuss bereits am... Die Spielvereinigung Greuther Fürth hat auch ihr drittes Testspiel in der Vorbereitung gewonnen und immer noch steht hinten die Null. Heute beim SV Seligenporten ging das Spiel 7:0 aus und wir haben jetzt einen der Torschützen bei uns, Tom Weiland. Hille, genannt ihr eigentlich Hille, sag mal, wie hast du das Spiel heute empfunden? Ja, ich glaube, wir haben das ordentlich gemacht, haben ja das umgesetzt, was der Trainer sehen wollte, dass wir uns reinhauen, vorne drauf gehen und dann ja, die Chancen nutzen. Natürlich hätten wir ein paar Tore mehr machen können, aber ich denke mal, für den Test war es zufriedenstellend, ja. Jetzt haben wir gerade eben nochmal zurückgespult, wollten ein Tor eigentlich nochmal anschauen. Da ist uns aufgefallen, der Kameramann hat ein bisschen geschlafen. Leider nicht von Anfang an das Tor drauf. Kannst du es vielleicht nochmal beschreiben, so im Stile eines Radiomoderators? Ja, das mache ich jetzt. Ja, Tom Weiland kriegt den Ball. Tom Weiland geht am Torwart vorbei und schiebt ihn mit links rein. Ja. Ist kurz und knapp zusammengefasst, so war es auch. Dann sagen wir jetzt erstmal herzlichen Dank. Euch den Hinweis, dass am Mittwochabend das nächste Testspiel dann stattfindet, dann auch nicht mehr in Orange, sondern dann wird die Mannschaft erstmals im neuen Heimtrikot auflaufen, morgen in Zirndorf, Mittwochabend. Also das schon mal als Hinweis, 18.30 Uhr geht es dann wieder los. Wir sagen Dankeschön fürs Reinschauen und wünschen euch noch einen schönen Tag. Mami.